Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut, durch die letzten Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe, dass man zum Beispiel auch hier viermal rein haben kann bei diesen Gepäckknotenpunkten. Wurde das Ganze ein bisschen umgebaut, auch hier und hier unten wurde es ein bisschen umgebaut. Aber wir haben jetzt alles miteinander verknüpft. Und ja, das heißt zumindest mal, das ganze Gepäcksystem funktioniert mal. Ja, als nächstes könnten wir mal hier diese schäbigen Teile hier verschachteln. So. Wunderbar. Achso, halt, ich muss auf Play drücken, genau. So, sehr gut. Ja, ich hätte aber einfach prinzipiell gesagt, dass wir da ja nicht alles brauchen. Von der Breite her, deshalb hätte ich das jetzt mal so gemacht. Genau, und ihr hättet dann... Oh, boah. Ja, wie heißt denn das jetzt? Ich habe es letztes Mal gefunden. Diese Türen, wenn man sozusagen zum Empfang kommt, wo dann die ganze Familie oder die jemand wartet, der einen abholt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie das hieß. Restroom Sign Woman, Restroom Sign... What? Das gibt's echt? Oh mein Gott, ja okay, das müssen wir auf jeden Fall auch noch. Moment, das muss ich kurz machen. Jetzt bin ich bei Man. Das kommt hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier unten ist doch auch nochmal. Jawohl. So, Woman. Woman. Hier ist auch nochmal Woman. Hier ist Woman. Und... Hier ist Woman. Cry. Sehr gut. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, bevor die da irgendwie meckern, dass es hier hässlich aussieht, mache ich die Räume, die noch nicht belegt sind, mal zu. Hier kommt ja dann auch noch irgendwas hin. Genau. So, Leute, es geht Richtung Ende. Ich muss nochmal steht hier nicht Besucher empfangen. Vertreter der Fluggesellschaften werden hier im Empfang genommen. Der Zonenfunk ist untersagt. Nee, das wollen wir nicht. Konferenzraum? Aha, okay. Empfang oder sowas? Nee. Nur Besucher empfangen. Ja, okay, gut. Dann suchen wir nochmal. Ach Quatsch. Suchen wir nochmal nach diesen Türen, die ich meinen Besucher empfangen soll. Ach so, ne, halt, das ist falsch. Bla. Parking Slot. Plastisch große Bar. Glas. Tisch. Und Metalldetektor. Rolltreppen, Schiebetür, Sicherheitsausgang. Das müssen wir auch noch machen. Hier die Stadtbahn. Haltestelle, Urinal, Waschbecken, Wechselkasten. Hä, das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt ein bisschen doof? Hier, Big Security Exit Door. Da ist er.
heißt, ich gucke jetzt mal nach Exit. Haha. Okay. So und so und so und so. Hier dann auch nochmal. Ja, das ist genau richtig rum. Sehr gut. Jetzt hätte ich ja fast schon gesagt, wir bauen das hier weg und bauen das hier hin. Aha. Nee, lassen wir mal so. So. Oh, nein, das würde ich nicht abbrechen. Es geht da echt die Zone weg. Oh, Gepäckausgabe. So, Wand. Hallo? Wand? Aha. So, und hier ist ja doppelseitig. Also von hier kommt man sowohl von dieser Richtung als auch von der anderen durch. Das heißt... Boah, mein Auge. So, ja, das heißt, wir machen hier ein so. Nochmal das die Passport. Nee, ja doch, erstmal machen wir die Passportkontrolle. Und dann muss ja auch nochmal das Handgepäck. Dann wird ja auch nochmal gescannt. Also ich wurde bislang beim Ankommen auch immer gescannt. Das heißt... Wir nehmen hier mal genau so einen Gepäckscanner. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann machen wir noch Metall. Oh Gott, das will. Metalldetektoren. Personal. Und eine Wand. Erfordert Sicherheitszone. So. Okay, was fehlt? 28. Das wir dann auch mitnehmen zur Sicherheit.
Ja, genau, hier beginnt dann die Gepäckausgabe. Was ist denn da alles noch? Ich glaube, Klos sind da auch. Ich immer und meine Klos, ey. 4. So. Wunderbar. WC-Damen. WC-Herren. Türe. Sein Mail. Sein. Ja, Mail. Female. Dann den Boden. Ja, also den da. Dann Toiletten mal wieder. Waschbecken. Ja, so hier auch. Okay, dann okay, sehr gut. Das ist diese Exit-Döns. Genau, und jetzt geht's sozusagen darüber. Da könnten wir hier nochmal Klos hinbauen. Ja. Ach, der ist da drüben schon. Das ist ja aber geschickt. Ja. Dann Toilette. Urinale. Waschbecken. Wunderbar. Dann machen wir mal Ausweiskontrolle. So. Ja, die haben wir ja. Die haben wir hier, okay. So, jetzt müssen wir sozusagen Rolltreppen nach unten. Jetzt ist da genau die Wand, ist ja zum Kotzen.
So, baut es mal bitte alles ab, ihr fleißigen Helferlein. Das ist wunderbar. So, Rolltreppe nach unten. Mhm. 1, 2, 3, 1, 2. Dann machen wir nur noch, dann machen wir auch noch eine Treppe nach unten. Schließen das Ganze hier ab. Ja, nehmen dann noch irgendeinen Fußboden. Was können wir denn für da nehmen? Stein. So. Sehr gut. So, das verbinden wir hier unten noch. Hohlraum, mein Gott. Auffüllen. So, denn jetzt müssen wir hier natürlich auch noch. Hier kommt das noch hin. Ja, ich glaube, das geht ja nur außen, wa? So, machen wir mal hier hin. Kann ich auch noch einen zweiten Kontrollturm bauen? Tatsache. So. Was machst du hier, Hausmeister? Ja. So, machen wir hier. Jetzt müssen wir erstmal. Ich speichere mal kurz. Dann kaufen wir das hier noch. Aha. Was macht denn ihr gerade? Ihr macht hier unten mein Boden, wa? Sehr gut, jetzt haben wir das da gekauft. Kann ich da eigentlich. Achso, ja. Kann ich jetzt das da eigentlich gleich wieder einreißen?
So, hier bitte den ganzen Zaun mal wegmachen. Besten Dank. Denn wir brauchen jetzt natürlich auch noch hier die Haltestelle. Yep. Genau die. So, die brauchen wir von... Warum ist jetzt da immer noch ein Zaun? Da braucht keinen Menschenzaun. Und mach das bitte jetzt. Stelle. So, hätte ich jetzt einfach so frech wie ich bin hier begonnen? Ja. Der Fußgängerüberweg. Sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier auch. Wunderbar. Nee, Quatsch. Werkzeuge. Was ist denn das? Ist das Löschen? Nee, das ist Einreißen. Das hier ist Löschen. So, hier machen wir natürlich einen Bürgersteig.